Es geht um fast 200 Meisterbriefe und das Lebenswerk dahinter, wenn die Handwerkskammer Koblenz zur Altmeisterfeier einlädt. Handwerkerinnen und Handwerker, die vor 50, 60, 65 oder sogar 70 Jahren ihre Meisterprüfung bestanden haben, werden mit goldenen, diamantenen, eisernen oder Platinmeisterbriefen ausgezeichnet. Für viele bedeutet die Feier nicht nur eine Anerkennung geleisteter Arbeit und Erinnerung an die Jahre der Meistervorbereitung, sondern auch ein Wiedersehen mit Kollegen und Freunden in festlichem Rahmen. Präsident Werner Wittlich begrüßte die Altmeister und sprach ihnen Dank und Anerkennung durch das Handwerk aus, bevor er selbst aus den Händen von Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, das Handwerkszeichen in Gold als höchste Auszeichnung des ZDH entgegennehmen durfte. Ich freue mich, dass ich persönlich nach Koblenz kommen konnte, um diese Auszeichnung dann auch Herrn Wittlich dann zu überbringen. Er hat die goldene Nadel, das goldene Abzeichen des Handwerks bekommen für seine langjährigen Verdienste. Er war in der Vergangenheit im Zentralverband des Deutschen Handwerks im Präsidium tätig, hat die Leitlinien des Deutschen Handwerks maßgeblich mitbestimmt, tut das heute immer noch. Ja, und wir sind froh, so einen Mitstreiter zu haben. Und deshalb hat er heute die besondere Auszeichnung bekommen. Der Gast aus Berlin erlebte dann auch den feierlichen Augenblick der Altmeisterauszeichnung mit. Diamantene Meisterbriefe gingen unter anderem an den 94-jährigen Uhrmachermeister Walter Friedrich Schmidt aus Andernach oder Polsterermeister Rudolf Böhm aus Großmaischeid, die in einem Kurzfilm stellvertretend für alle Handwerkssenioren vorgestellt wurden. Nutzet die Zeit, das ist mein Wahlspruch, in doppeltem Sinne. Mensch und Uhrmachermeister Walter Friedrich Schmidt weiß mit 84 Jahren Lebenserfahrung, wovon er spricht. Und auch wenn die Ausbildung oder Meistervorbereitung schon ein paar Jährchen zurückliegen, so kann er sich dennoch sehr gut an seine doppelte Meisterschaft erinnern. Denn parallel zur Goldschmiedemeisterprüfung war er mittendrin in der Vorbereitung auf den Meistertitel des Uhrmachers. Die Vorbereitung für die Uhrmachermeisterprüfung begann das schon, da war die Goldschmiedeprüfung noch gar nicht abgeschlossen. Weil da waren Kurse in Koblenz und daran habe ich auch teilgenommen. Und das war sehr schön, da konnten wir uns dann ganz intensiv darauf vorbereiten. Aber ich habe immer durchgearbeitet und habe das meiste Stück praktisch nur nach Feierabend gemacht. Aber ich hatte großes Glück, dass der Chef da Verständnis für hatte und das forciert hat. Er war der Obermeister sogar. Und es war mein ganzes Bestreben, auch die Meisterprüfung zu machen. Deshalb bedauere ich es natürlich jetzt sehr, dass der Meisterzwang in unserem Beruf gefallen ist. In Anpassung an die EG ist das ja. Aber es gibt trotzdem noch viele junge Uhrmacher oder auch andere Handwerker, die trotzdem die Meisterprüfung machen wollen, freiwillig. Was in Schmidts Augen für das handwerkliche Qualitätssiegel steht. Und so verwundert es nicht, dass der Handwerker alles wieder so machen würde, wenn er die Uhr zurückdrehen könnte. Ja, unbedingt würde ich das gerne tun. Ich würde dann natürlich versuchen, mich noch mehr zu bilden in bestimmten Richtungen, ja, vor allen Dingen im musealen Bereich. Also das interessiert mich sehr. Und ich bewundere immer, mit größter Ehrfurcht nehme ich dann solche Uhren auseinander und mache mir keine Fotos davon, sondern nehme sie einfach auseinander und versuche sie nachher nach der Logik wieder zusammenzusetzen. Eine Arbeit, der er nun schon seit über 60 Jahren nachgeht und die ihm als Fachmann weit über die Region hinaus einen erstklassigen Ruf verschafft hat. Trotzdem steht die Frage im Raum, warum er mit 84 Jahren täglich Dienst in der Werkstatt und an den Uhren tut. Ja, weil ich es noch kann. Weil ich noch die Ruhe habe vom Augenlicht. Ich bin natürlich auch mal Auge operiert worden, aber das ist ja heute Routine. Aber vor allen Dingen die ruhige Hand. Und das große Interesse. Und wissen Sie, wenn dann eine Uhr kommt, die so hoffnungslos defekt ist, und wenn sie dann nachher wieder geht,
Das ist ein wunderbares Gefühl. Seit 1964 ist Ingrid Weber Meisterin ihres Fachs. Und auch sie kann sich noch ganz genau an den Prüfungstag erinnern. Ich war wohl an dem Tag sehr aufgeregt, hat noch eine Ondulation müssen machen. Und da war ich froh, wie das so gut geklappt hat. Und da war ich so froh gewesen. Ich kann mich nur noch erinnern, dass der Lehrer sagt, es muss alles aufgeräumt sein, alles picobello sein. Und da habe ich nachher irgendeinen Teil liegen gelassen. Dann hat er mich natürlich ermahnt. Diesem erzieherischen Vorgang schließt sich ein ganz anderer an. Denn Ingrid hat zwar ihren künftigen Ehemann längst auserkoren, doch der hat den falschen Beruf. Ich habe meinen Mann geheiratet, der war kein Friseur. Hat dann, wie ich die Meisterprüfung gemacht, die Gesellenprüfung gemacht. Wir haben geheiratet und dann hat er umgeschult. Ich habe die Meisterprüfung gemacht und er hat die Gesellenprüfung gemacht. Er hat damals noch mit dem Besten die Gesellenprüfung bestanden in Mayen. Und da haben wir zwei hier zusammen gearbeitet. Immer ein bisschen mehr. Ja, und dann ist halt hier alles entstanden. So entsteht über Jahre und Jahrzehnte ein gut florierender Friseursalon, der bereits 1929 gegründet, heute 12 Mitarbeiter zählt und den die Kunden immer schätzten und noch heute schätzen. Ich habe noch Kunden, die sind von meinem Vater. Noch sind noch 3-4 Kunden, die nur von meinem Vater sind. Und viele Kunden, die mit mir aufgewachsen sind. Ich bin jetzt 62 Jahre im Geschäft und da habe ich noch etliche Kunden, die noch kommen. Seit 62 Jahren im Geschäft und mit 75 Jahren immer noch aktiv. Weil ich mit Liebe den Beruf mache. Also ohne die Liebe könnte ich das nicht machen. Ich gehe morgens runter, ich mache zuerst um 7 Uhr noch einen Spaziergang. 7:45 bin ich dann hier, mache mich fertig, habe meine Arbeit schon vorbereitet, die kocht, alles fertig gemacht. Gehe dann ins Geschäft um 8 Uhr. Das habe ich eigentlich gut nicht erhalten. Ich muss mich immer ein bisschen schick machen, muss mit den Mädchen konkurrieren. Bei allem, was Ingrid Weber erlebt hat, würde sie es so noch einmal machen? Ich würde den gleichen Weg gehen. Also ich habe schon oft nachts, wenn ich wach bin, überlegt mir, was könntest du anders machen? Und komme immer wieder auf den Trichter und sage, ich würde den gleichen Mann holen, ich würde auch den gleichen Weg mit meinem Beruf gehen. Ich liebe meinen Beruf über alles. Also das könnte mir gar keine sagen, gäbe was Schöneres. Und dann mit den Leuten umzugehen und die Leute, die kommen morgens, sie holen mich um den Arm. Und dann werde ich auch, gerade wenn irgendwas ist, ich habe eigentlich guten Kontakt. Mehr Informationen zur Altmeisterfeier gibt es auf den Internetseiten der Handwerkskammer Koblenz. Und auch in der kommenden Ausgabe des Magazins Handwerk Spezial, das am 5. November in der Rheinzeitung erscheint, sowie in der nächsten Ausgabe von HWK TV. Okay.